Kaiserwetter in den Alpen. Jetzt ist es an der Zeit, die dick verschneiten Alpenpässe zu räumen. Ein immenser Aufwand, der Jahr für Jahr aufs Neue betrieben wird. Wir sind unterwegs an der Großglockner Hochalpenstraße in Österreich. Hier läuft die Schneeräumung bereits auf Hochtouren. Ja, wir haben da einen tiefsten Winter, ist halt heuer extrem viel Schnee gemacht. Im Laufe des Winters, vor allem im Dezember-Schnee, was für Süden so extrem viel geschneit hat, hat auch eine starke Auswirkung auf die Großglockner Hochalpenstraße, weil es südlagig ist. Ja, wir sind jetzt eine Woche unterwegs und werden noch circa 8 bis 9 Tage brauchen, bis dass wir am Hochtor mit den Kollegen von der Südseite mit dem zweiten Räumtrupp zusammentreffen werden. Aber geplant wäre also circa Mitte Mai, dass die Straße wieder aufgesperrt wird. Immer wieder treffen die Räumdienste auf extreme Schneeverwehungen und Lawinenabgänge. Meterhohe Schneemassen müssen mühevoll durchgefräst werden. Ja, die höchsten Schneehöhen oder die größten Schneemengen haben wir zwischen Fuschertal und Hochtal. Da kann es dann schon passieren, dass Schneewinde entstehen bis zu 10 Meter. Man muss den Schnee schichtweise abtragen, Meter für Meter. Das heißt, wenn 10 Meter Schneehöhe ist, muss man 10-mal hin und her fahren, bis dass man auf dem Boden ist. In den nächsten Wochen werden nach und nach alle Alpenpässe freigeräumt. Das passende Wetter dazu findet ihr bei uns auf wetteronline.de und in der Wetteronline-App. Ich bin Marco Kaschuba von Wetteronline.